Moin und herzlich willkommen zu Spielekompass, einem neuen Format hier auf H1, wo wir euch jetzt einmal im Monat ein neues Spiel vorstellen, was vielleicht noch nicht jeder kennt oder so ein bisschen unter dem Radar fliegt. Ich bin Paul und ich mache das Ganze nicht alleine. Ich habe mir ein paar Mitspieler eingeladen, angefangen zu meiner Rechten. Ich bin Clara und mein Lieblingsspiel ist Halt mal kurz von den Känguru-Chroniken. Ich bin Jana und als Kind war mein Lieblingsspiel Mensch, ärgere dich nicht. Ich bin Bastian und mein Lieblingsspiel heißt Maus und Mystik. Genau, und der Bastian, der ist so ein bisschen unser Spieleexperte. Bastian arbeitet nämlich fürs Fantasy Inn am Egidientorplatz hier in Hannover. Ein kleiner, aber sehr, sehr feiner Spieleladen, der uns freundlicherweise auch das heutige Spiel zur Verfügung gestellt hat. Und als besonderes Bonbon obendrein, möchte man sagen, gibt es am Ende der Sendung auch noch eine kleine Verlosung, wo ihr zwei dieser Exemplare, dieser Spieleexemplare auch noch gewinnen könnt. Aber was spielen wir denn heute? Heute spielen wir die verlorenen Ruinen von Arnak. Das sehen wir hier schon ausgebreitet vor uns liegen. Das Spiel verspricht so ein bisschen so ein Dschungelabenteuer-Indiana-Jones-Feeling. Wir sind sehr gespannt und schauen uns jetzt erstmal an, wie das Ganze denn funktioniert. Auf einer bisher unerforschten Insel fanden Entdecker die Spuren einer hochentwickelten, aber längst vergangenen Zivilisation. Ihr wurdet beauftragt, eine Expedition zu der Insel anzuführen, ihre Geheimnisse zu entziffern und uralte Artefakte zu bergen. Das verspricht zumindest die Rückseite der Verpackung von Die verlorenen Ruinen von Arnak. Anders als der Text vermuten lässt, arbeitet ihr hierbei aber nicht zusammen. Alle Mitspielenden spielen je ein eigenes Forschungsteam, das darum wetteifert, zuerst die namensgebenden Ruinen zu finden oder die meisten Monster zu verkloppen. Denn Ziel des Spiels ist es tatsächlich nicht, die Ruinen zu finden. Gewonnen hat, wer nach 5 Runden die meisten Punkte sammeln konnte. Während einer Runde dürfen alle mehrere Züge machen. Hier wählen sie verschiedene Aktionen, die ihnen das Vorankommen erleichtern. Im Laufe des Spiels wird so mehr und mehr von der Insel erforscht und neue Aktionen werden verfügbar. Durch diese Aktionen erhalten die Spielenden Ressourcen, Gelegenheiten und natürlich Punkte. Zu Beginn einer Runde ziehen alle Spielenden 5 Karten von ihrem Deck. Dann werden reihum die Spielzüge ausgeführt. Während dieser können die Spielenden je eine Hauptaktion und mehrere Nebenaktionen ausführen. Die Hauptaktionen, die die Spielenden während ihres Zuges machen können, sind: an einem Ort graben. Hierzu zahlen die Spielenden die benötigten Bewegungskosten, bewegen eine ihrer 2 ArchäologInnenfiguren auf einen Ausgrabungsort und erhalten die abgebildeten Ressourcen. Einen neuen Ort entdecken. Tiefer im Inselinneren liegen weitere Orte versteckt. Um diese zu erforschen, geben die Spielenden nicht nur die Bewegungskosten, sondern auch Kompasse aus. Dann wird der Effekt des dortigen Totems befolgt, der Ort wird offengelegt und man erhält sofort die Ressourcen, die es dort zu finden gibt. Aber noch ist es nicht vorbei, denn als nächstes wird aufgedeckt, welcher Wächter hier zu finden ist. Dieser muss bezwungen werden, sonst erhält die Person, die hier steht, eine weitere Furchtkarte am Ende der Runde. Einen Wächter bezwingen. Um diese Wächter nun zu bezwingen, müssen die Spielenden die angegebenen Ressourcen ausgeben. Als Belohnung erhalten sie den Segen des Wächters, den sie im weiteren Verlauf des Spiels einsetzen können. Eine Karte kaufen. Die Karten am oberen Spielbrettrand sind nicht bloß zur Deko da. Spielende können Gold für Gegenstände oder Kompasse für Artefakte ausgeben, um die Karten für sich zu gewinnen oder noch besser, sie den anderen vor der Nase wegzuschnappen. Eine Karte spielen. Die Handkarten zu spielen ist ebenfalls eine Hauptaktion, sofern nicht das Nebenaktionssymbol darauf abgebildet ist. Beim Benutzen wird die Karte auf den Ablagestapel gelegt und ihr Effekt wird ausgeführt. Forschen. Mit einer Forschungsaktion bewegen die Spielenden ihre Forschungsmarker um eine Reihe auf der Forschungsleiste nach oben, nachdem sie die angegebenen Kosten dafür bezahlt haben. Für ihren Fortschritt erhalten sie Belohnungen wie Gold, Kompasse oder sogar neue Hilfe. Passen. Wer keine Aktionen mehr ausführen kann oder möchte, der passt. Damit wird auf das Ausführen weiterer Aktionen verzichtet. Ich passe. Wenn alle Spielenden gepasst haben, beginnt die nächste Runde. Am Ende wird ausgezählt, wer die meisten Punkte bekommen hat. Dabei zählen Forschungsmarker, Totems, bezwungene Wächter, Artefakt- und Gegenstandskarten etc. mit in den finalen Punktestand. Aber vergesst die Furchtkarten nicht. Jede davon zieht einen Punkt vom Gesamtergebnis ab.
Wie viele Punkte hast du? 19. Nicht schlecht. Und nun auf ins Abenteuer. Damit sollten jetzt eigentlich alle Unklarheiten beseitigt sein. Ich würde sagen, wir können anfangen. Das Witzige ist, der Spielbeginn oder spielbeginnende Person ist diejenige, die zuletzt verreist ist. Und wir haben festgestellt, dass du das bist. Genau, ich war nämlich auf der Berlinale vor ein paar Wochen. Und da bin ich in Stadtteile von Berlin vorgedrungen, wo ich auch noch nie war. Also dachte ich, zählt das irgendwie. Also fange ich an und kriege den Wecker des... Den Wecker des Ursprungs. Genau, genau. Geht los, jeder zieht 5 Karten von seinem Stapel hier. 3, 4, 5. Naja. Man hat nur 5 und dann kommt das. Ja, bei mir sieht es auch nicht so gut aus. Ja, das Anfangsdeck ist ja immer so ein bisschen. Ja, ich glaube, ich hau zu Beginn einfach schon rein. Und spiele einmal Furcht. Das bringt mir zwar gegen Ende einen Minuspunkt, aber ich kann schon mit meinem kleinen Archäologen vorrücken, nämlich einmal hierhin. Dann kriegst du dafür eine Pfeilspitze. Genau, das kriege ich schon mal. Sehr gut. Und das war aber meine Hauptaktion und deswegen kann ich nur noch Nebenaktionen spielen. Und das ist noch ein Kompass. Genau. Den kriege ich jetzt. Ich glaube, ich kann nicht noch eine Nebenaktion machen. Doch, oder? Du kannst unendlich viele Nebenaktionen machen. Ich glaube, dann hole ich mir noch ein Gold. Und dann. Jo, denke ich, bin ich erstmal versorgt. Okay, dann bin ich an der Reihe. Ich werde mir auch erstmal als Nebenaktion einen Kompass holen. Und dann werde ich auch eine Furchtkarte spielen und meinen kleinen Archäologen mal hier hinschicken, das sieht auch ganz schön aus, und mir nochmal 2 Kompasse holen. Finde ich jetzt aber nicht so gut. Tja, das ist dein Problem. ich glaube, das wäre es erstmal. Dann bin ich dran. Dann lege ich jetzt auch erstmal eine Furcht. Und würde mit meinem Archäologen einmal hier hinreisen und würde dann 2 Gold bekommen. Die sollst du kriegen. Das wäre super. Und dann würde ich nochmal ein Gold setzen und würde dann nochmal Geld bekommen. Und das soll es erstmal gewesen sein. Also ich würde eine Furcht spielen und wo möchtest du hin? Ich möchte gerne auf das rote Rubinfeld, hier? Wodurch ich auch noch eine Karte abwerfen muss. Dann kriegst und du einen dann bekomme ich einen formschönen Rubin. Juhu! Jetzt bin ich reich. und dann jetzt hast du es geschafft. Würde ich auch einen Kompass gerne haben. Den sollst du kriegen. Sehr vielen Dank. Und ja, dann spiele ich mal weiter. Ich glaube, also nachdem ich da bei meiner Ausgrabungsstelle schon mal positioniert bin, nehme ich jetzt die Pfeilspitze und einen Kompass und gehe da in die Forschung. Oder genau. Mit der Lupe, ne? Ich glaube mit der Lupe, ja. Mach's ja. Du bist rot? Genau. Dann setze ich dich einmal hier hoch und dann kriegst du dafür, musst du das bezahlen. Genau. Gebe ich schon mal ab. Und du kriegst aber ein Goldstück dafür. Ha. Dann würde ich, glaube ich, mir noch einen Kompass sichern. Ja. Ja. Und bin dann auch schon wieder fertig. Das war jetzt gar nicht blöd, das da mit der Pfeilspitze. Ich werde mir erstmal, solange das hier noch mehr oder weniger kostenfrei ist, meinen zweiten Archäologen nehmen. Man hat ja nur 2. Werde ich mir erstmal 2 Steintafeln sichern für später. Das geht ja gerade zum geringen Preis von einem Stiefel. und dann würde ich erstmal weitergeben. Okay. Dann würde ich mir als Hauptaktion das Geld bezahlen und das Auto kaufen. Oh, stimmt, da oben die Karten. Nein, da habe ich drauf geachtet. Ja, die verflixte Kiste. Die kommen jetzt erstmal unter mein Deck, weil das ist erstmal für die nächste Runde. Dann schieben wir mal auf. Was kriegen wir neu? Ein Kompass. Ich glaube, das ist schon so ein Merkmal von dem Spiel. Man hat ganz viele Baustellen. Also ich war jetzt auch hier so drauf konzentriert und habe das auch komplett ganz vergessen da oben gerade, ja.
glaube, du bist so ein bisschen. Ja, ich bin jetzt gerade doch ganz kurz am Überlegen. Ich würde 2 Karten ausgeben und meinen Archäologen gerne auf die blaue Pfeilspitze setzen. Das macht so weit das Leute. Und dann gebe ich erstmal weiter. Okay. Ich kann es nicht ganz genau sehen. Was ist die. Hier? Nee, ein weiter, die Karte. Pfeil und Bogen für 2 Goldmünzen. Ich kann sie dir auch eingeben. Ja. Erhalte. Ich komme nicht ran. So. Warte was. Erhalte einen Kompass. Also wenn ich immer, wenn ich hier ein Monster besiege, ja. Erhalte ich ja einen Kompass und das maximal 3-mal. Das hört sich gar nicht schlecht an und deswegen kaufe ich für 2 Gold okay. diese Karte, die ich unter meinen... Unter dein Deck, genau. Ja. Was schalten wir als nächsten Gegenstand frei? Und es ist... ein Chromometer. Ein Zeitmesser. Oh. Der ist nicht schlecht. Man bekommt entweder ein Gold oder einen Kompass oder man drei kann Kompasse. Passen und bekommt 3 Kompasse. Ja, ich habe leider kein Geld. Das ist so ein bisschen mein Problem gerade. Ich weiß gar nicht, was machen wir jetzt. Doch, ich werde die beiden spielen und die als eine Mobilitätskosten ausgeben und meinen einen Archäologen zu den anderen Kompassen rüberschieben. Da habe ich jetzt hier schon 5. Genau, das war meine Hauptaktion. Ich kann keine Nebenaktion machen. Ich gebe weiter. Gut, dann würde ich mich als Hauptaktion einfach nochmal einen fortbewegen. Wohin? Zu den Steintafeln. Oh, verdammt. Einfach auch schon nochmal. Mhm. Upsi, die sollst du. Die werden nämlich. 2. So. Dann könnte ich noch eine Nebenaktion machen. Dann spiele ich das nochmal und möchte gerne noch ein Geld haben. Und dann gebe ich erstmal weiter. Ja, ich gebe meine Pfeilspitze aus mit dem Kompass und möchte ganz gerne. Du bist gelb. Upsi, zack. Genau. Hier. Und dann bekomme ich noch ein Gold. Juhu. Genau. Jetzt bin ich wieder reich. Ich habe noch einmal Furcht. Aber da Jana mir gerade diese eine Möglichkeit weggenommen hat, irgendwas mit den Stiefel zu machen. Nee, ich glaube, ich passe. Okay, du passt als Erste. Ja. Lang dauert das bei mir auch nicht mehr. Ich möchte mir aber tatsächlich, möchte ich mir diese Karte jetzt kaufen. Ich könnte... Nee, ich habe gerade überlegt, ob ich den Kessel der Reinheit, heißt das, diese Artefaktkarte hier kaufen möchte. Aber nee, ich spare meine Kompasse. Mit denen habe ich noch Großes vor. Aber ansonsten würde ich sagen, kann ich nicht so viel machen. Ich habe nämlich kein Geld, um mir was anderes zu kaufen. Ja, dann passe ich auch. Ja. Ich dachte, irgendwas ergibt sich noch im Laufe der Runde. Aber mit dem, was ich hier stehe. Aber dem ist nicht so. Deswegen würde ich sagen, ich passe auch. Tja, bei mir ergibt sich gerade was. Ich möchte gerne den roten Rubin ausgeben, um mein Forscherbuch hochzusetzen. Tada. Und ich hätte gerne den mittleren... den jungen Herrn? Genau, den jungen, netten Herrn. Endlich bin ich nicht mehr alleine. Und den würde ich auch gleich einsetzen, um eine Steintafel zu bekommen. Ja. Sehr gut. Und dann würde ich tatsächlich auch passen. Okay, dann haben wir alle gepasst. Dann springen wir jetzt zur Runde 2 über. Das bedeutet, wir nehmen hier die Karten weg, die werden verbannt. Und wir sind beim zweiten Tag. Zweite Mondphase hier, genau. Mondphase. Ja, Tag, Mondphase. Und wir kriegen 2 neue Artefakte. Ein Steinschlüssel. Wir gehen ein eingesetztes Totem zurück in dein Lager. Das ist nicht schlecht. Und die Glücksmünzen. Man darf einen Gegenstand umtauschen im Wert und kriegt 2 Gold.
Nicht schlecht. Dann einmal hier die Karten wieder nehmen und mischen. Also man mischt tatsächlich nur die Handkarten, die man gerade hatte. Ich habe noch genauso viele wie vorher. Das lohnt sich also so richtig. Mhm. Jeder kriegt seine ArchäologInnen zurück. Wir gendern. Hier, nee. Das kann auch eine Frau sein. Ja, deswegen. Mit Hosen. Bitte schön. Da sind sie wieder. Das heißt, ich nehme jetzt hier nur vier und nehme die dann dazu, die ich jetzt rausgelegt habe. Genau. Wie hoch ist die Chance bei 6 Karten? 5. Okay. Mal gucken. Achso, und der Spielbeginn wandert zu mir. Das freut mich sehr. Dann würde ich. Sind alle bereit? Ich glaube, wir haben auch alles gemacht, oder? Haben wir irgendwas vergessen? Ja. Nee, haben an alles gedacht. Sehr gut. Dann werde ich hier direkt eine Furcht spielen und meinen kleinen Archäologen für eine Pfeilspitze engagieren. Oder wie auch immer. Und dann werde ich noch. Ja, ich werde mir noch ein Goldstück organisieren. Und dann gebe ich erstmal weiter. Ja. Ich habe so viele Kompasse, ich gar nicht weiß, wohin mit denen. Dann würde ich jetzt mal ein Auto spielen, was ja gleichbedeutend ist auch für einen Stiefel. Mhm. Und würde einmal zu dem Rubin gehen. Ah ja. Und würde nochmal ein Geld ausgeben und kriege dafür dann einen Rubin. Einen Rubin kriegst du. Genau. Bitte schön. Und dann hätte ich gerne noch mal ein Gold. Und noch ein Goldstück. Danke. Jana, das wird nicht besser zwischendurch. Ich merke schon, ich sitze genau richtig. Tja, also ich setze meine Hauptaktion ein. Ich möchte auch gerne so eine blaue, nette, kleine Pfeilspitze. Mhm. Bitteschön. Dankeschön. Und ja, dann setze ich noch eine Karte ein, um mir ein Gold zu gönnen. Ja, und dann warte ich mal, was da kommt. Ich glaube, dann nehme ich einmal hier das Auto und meine Furcht und gehe mit meiner Archäologin dahin und kriege einen Rubin. Und du musst noch eine Karte abwerfen. Und ich muss einen, den habe ich vor. Okay. Ja. Ja, und ich werfe ab einen Kompass. Nee, die kommt dahin. Ach. Zu den anderen. Irgendwie habe ich das Gefühl, da sind Felder sehr beliebt. Ja. Ja, ich bin da jetzt angefixt. Das, also, die sind schon sehr wertvoll, die beiden hier. Mhm. Da bin ich dran, ne? Ich werde mal mein Auto hier als ein Auto als solches ist ein Schuh. Als Schuh benutzen, richtig. So, ein bisschen jolt. Das war schon meine Hauptaktion. Okay, und dann gebe ich erstmal weiter. Ja gut. Dann würde ich als Hauptaktion mir die Brieftaube kaufen. Oh. Und dafür kriege ich dann immer schön Steintafeln. Ja. Das zerstört vielleicht den einen oder anderen Plan, den hier irgendjemand am Tisch hat. Schiebst du einmal weiter? Vielleicht. Das war auch gar nicht meine Absicht. Eine Fackel. Oh. Eine Karte. Muss man die Sachen, die da draufstehen? Ich gönne dir die Taube. Ja, man muss die Sachen, glaube ich, machen. Mhm. Eine Karte verbannen? Nee, der Spieler kann eine Karte aus seiner Hand oder aus seinem Spielbereich verbannen. Sehr gut. Kann. Und kriegt trotzdem eine Steintafel. Ja. Dann würde ich mir noch mal so einen Kompass gönnen. Ja. Danke. Und dann gebe ich erstmal weiter. Jawohl. Gut, ich habe da ja so eine Lupe und die möchte unbedingt ein Feld höher gehen. Dann hierüber nehme ich an. Genau. Zack, dann kriegst du einmal zwei Kompasse. Tatsächlich. Zwei Kompasse. Juhu. Bitteschön. Dankeschön. So, und den Token kannst du auch noch nehmen. Danke. Ich habe einen Token. So gnädig bin ich. So, und dann muss ich einmal ganz kurz gucken. Dann würde ich noch eine freie Aktion nehmen und noch einen Kompass gerne haben. Bitte schön. Und damit beende ich meinen Zug.
Ich weiß gerade nicht, was schlauer ist, weil ich kann jetzt zwei Sachen machen. Entweder nehme ich meinen Rubin und gehe hier mit der Lupe weiter. Mhm. Oder ich hole mein Buch nach und lass das halt parallel laufen. Ja. Für das Buch bekommst du eben einen dieser Helfer. Ne? Und die sind ziemlich stark. Mhm. Die kosten am Anfang sehr viel, aber die sind ziemlich stark auf Dauer. Ja. Ich glaube, das mache ich nämlich auch. Und zahle einen Rubin und gehe mit meinem Buch. Geht schon. Ja, so. Okay. Genau, kriege ich da? Wen hättest du denn gern? Also mit der kann man immer eine Karte verbannen, kriegt man Kompasse und da kann man einen Stiefel gegen eine Pfeilspitze eintauschen. Das Gute sind, alle drei sind freie Aktionen. Ja, eben. Ja. Mhm. Ich glaube, ich nehme Mr. Stiefel. Mr. Stiefel. Mr. Stiefel. Der war nicht genau. Schlecht. Ihn denn jetzt zu aktivieren wäre eine Hauptaktion? Nee, das ist eine Nebenaktion, da ist ja ein Blitz dabei. Okay, dann drehe ich den Guten. Du musst eine Bewegung ausgeben. Ach, nee, Quatsch, du kannst nicht, ja, nein, ich habe keinen Stiefel mehr, glaube ich. Ich glaube, aber du kannst aber auch Autos, Boote und Flugzeuge als Ersatz benutzen. Ja, ich glaube, ich lasse ihn trotzdem. Steht jedenfalls die ganze Zeit so. Also warum sollte es dafür nicht auch funktionieren? Also ich hätte auch das so interpretiert. Ja. Ja. Ich glaube, ich lasse ihn noch kurz, bis ich wieder Furcht kannst habe. Du kannst ja noch... Aber das war eine Hauptaktion, das zu machen. Ne? Richtig, das war eine Hauptaktion. Genau, aber dann sage ich jetzt einfach, jo, ich kriege einfach noch einen Kompass. Mhm. Und ich kriege noch einmal Gold. Und ja, ich würde sagen, ich passe. Ja. Okay. Ich bin so ein bisschen rohstoffgeil. Ich glaube, ich habe überlegt, ob ich gerade auch mir ein Helferlein organisiere. Die sind natürlich teuer. Was haben wir denn hier oben noch? Oh, wir haben natürlich, ja, wie viel kostet diese Karte? 3 Kompasse. Das finde ich sehr gut. Ich gebe einen hierfür aus, ziehe noch einen Kompass nach und gebe dann wieder 3 davon aus, um mir dieses Artefakt zu kaufen, die Glücksmünzen. Bitteschön. Dankeschön. Jetzt bin ich ein glücklicher Mensch. Kriegen dafür eine Trommel. Was? Die ist stark. Oh. Man kann nur zum Kater abschmeißen und dann darf man beide Helferlein wieder aufrichten. Die ist, glaube ich, in so ein paar Zügen ist sie noch stärker. Mhm. Jetzt haben wir gerade, 2 Leute haben gerade mal einen Helferlein, aber kostet aber auch 4 Kompasse. 4 Kompasse. Die darf ich jetzt noch nicht spielen, nicht? Nee, genau, ich krieg sie auf die Hand. Aber ich darf sie noch nicht spielen. Nebenaktion. Oh, shit. Nee, das wär's erstmal. Ich gebe weiter. Ich glaube, als Hauptaktion werde auch ich jetzt mal in die Forschung gehen. Okay, du bist blau, Lupe. Ja. Möchtest du nach links oder rechts? Mit dem Rubin komme ich nach rechts. Und möchte gerne ein Geld haben. Eins Geld. So. Und dann setze ich diese Karte und kriege nochmal 2 Kompass. Nice. Danke. Und dann. Nee, gar nicht. Nee, ich wollte gerade sagen, das ist auch eine Hauptaktion, aber das ist ein Blitz daneben. Das ist eine Nebenaktion. Ich habe nichts gesagt. Genau, und dann gehe ich erstmal weiter. Jawohl. Also meine Archäologen haben unglaublich viel Lust zu reisen und möchten gerne mal auf so Steintafeln. Verdammt. Ja. Also so Steintafeln sind schon was Schönes. Sie sind einfach toll. Genau. Und weil es so schön ist, hat mein netter Kollege... Der hat sich gesagt, extra angestrengt überstanden. Hat er gesagt, ey, noch so eine Steintafel. Und dann würde ich erstmal weitergehen. Okay. Du hast gepasst. Ja, das leider. Heißt, ich bin dran. Tja, das bereut man dann schnell, ne? Ja, man denkt, man hat dann, ja, ich hab doch alles. Und dann, Ich hab doch. Ich werde hier mal meine Glücksmünzen ausgeben. Und wenn ich mich jetzt nicht irre, kann man, genau, eine Steintafel zur Pfeilspitze oder eine Pfeilspitze zum Rubin. Ich werde mal mir eine zweite Pfeilspitze organisieren und erhalte 2 Goldmünzen. Sehr schön.
So, und jetzt habe ich hier noch eine Karte, die ich mir, glaube ich, bis zum nächsten Zug aufbewahre. Was mache ich jetzt? Das ist die Frage aller Fragen. Ich überlege gerade auch noch, ob ich diesen Zug, also diese Runde jetzt noch in die Vollen gehe oder ob ich vorsichtig bin. Ja, ich bin auch schon... Ich glaube, ich kann gar ich nicht schon, mehr was so du meinst. Viel machen, Felden, weil das bringt mir nicht so viel. Ich glaube, ich gehe diese Runde noch. Ich glaube, ich passe auch. Okay. Ich würde noch mal kurz einkaufen gehen und würde gerne die Fackel kaufen, weil nachts ist auch dunkel und Höhlen und so weiter. Ja, ja. Und da muss man ja schon aufpassen, nicht? Legst du einmal nach? Ich lege natürlich einmal nach und ich lege ein Tagebuch dahin. Oh, das war gut, erinnere ich mich. Verbanne diese Karte und mit deinem... Die war gut. Man darf aber trotzdem nicht über seine Lupe hinaus, ne? Genau. Ja, gut, du hast jetzt beendet. Ich würde passen. Du passt. Dann kaufe ich mir dieses Tagebuch jetzt. Das ist nicht so schön. Tja. Kann ich mal sehen? Schön reinschreiben. Und dann... Wie viel hat die gekostet? 3 Gold. 3 Gold, das ging. Ich hole mir auch noch eins direkt zurück. So. Und ihr habt alle gepasst, ne? Ich würde jetzt diesen Zug beenden, aber noch nicht passen. Jetzt kriege ich noch einen Zug. Und würde jetzt einmal eine Pfeilspitze und einen Kompass ausgeben, um mit meiner Lupe ein Pferd nach oben zu rutschen, dafür noch ein Goldstück zu bekommen. Und jetzt würde ich gerne passen. Ach so. Welch Freude. Ach so. So, und jetzt startet die nächste Runde. Oben wird der Marker weiter bewegt. Ja. Lege ich die mal drunter. Genau. Ich vergesse es jedes Mal. Einmal Jana. Der Wecker wandert weiter. So, dann hier die Handkarten, die wir benutzt haben, wieder mischen. Drunter, ne? Genau, die werden gemischt und dann unter das Deck gelegt. Und unser Team kommt wieder in unser Lager zurück. Oh, stimmt. Unsere wir müssen jetzt einmal kurz gucken, weil ich hatte auf jeden Fall... Blau. Die beiden Gelben kommen zu dir. Juhu. Bitteschön. Dankeschön. Die Grünen sind meine. Und hier kann jetzt sein, dass es nicht so ganz korrekt ist. Gut, dann 1, 2, 3, 4, 5. Uha. Okay. Ökidök, du fängst an, nicht? Ja. Ökidök. Dann gehe ich noch mal auf Reisen und setze einen Stiefel und möchte gerne zu den Fallspitzen reisen. Ja. Dankeschön. Oh, das Tagebuch ist saugut, sehe ich gerade. Und dann würde ich gerne noch einen Kompass haben wollen. Den sollst du kriegen. Und dann... gebe ich erstmal weiter. Jawohl. Das ist jetzt nicht so schön, weil das hatte ich auch vor. deswegen gebe ich 2 Karten aus und setze meinen Archäologen auch auf dieses Feld, um dieses kleine lustige Ding hier zu bekommen. Hier wird einem nichts Eigenes gegönnt. Ich gönne dir das. Nein. Ja, doch, ich gönne dir die Pfeilspitze. Das heißt aber nicht, dass Neid nicht trotzdem existiert. Das ist soweit richtig. Dann gebe ich erstmal weiter, um zu überlegen. So. Zu planen. Also einmal gebe ich Furcht aus. Wo möchten Sie denn hinreisen und graben? Stiefel. Ich möchte einmal hierhin. Das heißt, ich bekomme 2 Kompasse. Ich glaube, dann habe ich hier noch eine Nebentätigkeit, eine Nebenaktion und bekomme 1 Gold. Oh, und mein Helferlein ist ja... Oh. Du hast dein Helferlein noch. Ja, mein Helferlein ist ja auch eine Nebentätigkeit. Dann spiele ich nochmal Furcht, habe einen Stiefel und aktiviere meinen... Jürgen. Mein Jürgen. Jürgen. Jürgen Schmidt. Und bekomme eine Fallspitze. Wow, das war sehr erfolgreich. Das war nicht schlecht. Das war ein ziemlich langer Zug, obwohl nur eine Hauptaktion dabei war. Das war gut. Ich werde jetzt mein Tagebuch spielen.
Ich ziehe jetzt auf jeden Fall, ich bin grün, ne? Ich ziehe meinen Kelly hier weiter und zwar... Aber du hast die Karte auch richtig gelesen, ne? Du verbannst auch. Oh, ich verbanne sie. Ja, danke für die Erinnerung. Bitte, das habe ich gerne getan. Und dann nehme ich mir den Captain Iglo hier. Nein! Der alte Seemann. Nein! Jawohl! Nein! Und ob? Ja, das mache ich einfach mal so. Und dann als weitere Nebenaktion werde ich ihn auch gleich einsetzen, damit er mir seinen Kompass mal leiht. Jo, und dann wäre es das erstmal. Okay, dann würde ich eine Pfeilspitze und eine Tafel bezahlen. Ja. Und würde gerne mit meinem Buch. Entschuldigung, mit alles meinem gut. Buch ein weiter. Du bist blau. Hier. Ja. Und hätte gerne. Das ist aber ein Kompass, den du zahlen musst, keine Steintafel. Dann zahle ich natürlich den Kompass. Da habe ich mich verguckt. Und dann kannst du ja mal versuchen. Ja. Stimmt, du kriegst einen von den hätte hier. Hätte ich gerne die Dame mit dem Verbannen. Nein! Zwei hintereinander? Ja. Ich finde die ganz gut. Ich auch. Die sind wirklich sehr gut, die. Die Helferlein. Behalt ruhig. Alles gut. Alles ist wieder super. Später kann man auch eine Rubine mitkriegen. Das ist echt mächtig. Was heißt später? Sobald die Karte auf den. Also, die haben ja eine Silberkarte und eine Goldkarte. Mhm. Und sobald die auf Gold aufgewertet ist. Wie wertet man sie auf Gold auf? Indem man hier weiter aufsteigt. Ach so. Und dann möchte ich gerne noch einen Kompass haben. Mhm. Und dann gebe ich erstmal weiter. Ja, also ich würde... Oh Gott, dieses elmische Grinsen. Ich möchte einmal forschen. Ja. Gehe dann natürlich einmal nach hoch. Mit deinem Buch nehme ich an. Genau. Und ja, da ist ja gerade eine Person frei geworden, die möchte unbedingt zu mir. Ja, okay. Ich habe wirklich das Gefühl, dass... Spürst du deine Connection? Das definitiv. Okay. Ach nee, gar nicht. Gehört in mein Team und muss auch gleich arbeiten. Nee, geht gar nicht. Nee, ich gebe die Karte aus und möchte ein Gold haben. Gold, aber dann nimmst du... Aktivierst du die direkt? Richtig. Dann gebe ich dir direkt die Pfeilspitze. Das ist sehr nett von dir, dankeschön. Und dann gebe ich erstmal weiter. Okay. Gut, kämpfen wir so. So, ich habe hier nämlich ein Boot und spiele das. Und ich habe hier nämlich drei Kompasse. Jetzt geht's an die Bulletten. Genau, weil das hat noch keiner von euch gemacht. Das wollte ich auch gerade noch machen. Mhm. Tja, Pech. Genau, und. Wohin möchtest du? Hier. Ja, genau. Ah, auf den habe ich auch schon geschielt. Hier, genau. Dann kriegst du dein blödes Totem. So, so okay. Und dann schauen wir mal. Aber heißt das jetzt... Den kannst du aktivieren. Den kann ich aktivieren. Ich glaube, als Nebenaktion, um deine dein Helferlein wieder aufzustellen. Ja, genau. Du lässt jetzt erstmal hier, erhältst dafür noch eine Steintafel. Was habe ich denn da Schönes? Was ist denn das? Ich glaube, das ist eine Ruine. Mit ein paar Schlangensymbolen drauf. Aber dann wirst du angegriffen von, ach du Scheiße, von einem Hippo. Cool, dass ich mein Boot gerade weggegeben habe. Ich bin sehr froh, dass du da jetzt hingegangen bist und nicht ich. Muss ich mal so sagen. Aber Moment, ein Auto kann kein Boot sein, ne? Nein. Ein Flugzeug kann ein Boot sein. Du kannst für 2 Gold kannst du einen Piloten kaufen. Ja, das stimmt. Und du hast 2 Gold. Ja. Ja, nee, aber ich würde jetzt erstmal. Moment, das heißt ja dann Piloten kaufen dann. Aber du kannst ja den Piloten in der nächsten Runde kaufen. Ja, dann mache ich das. Genau. Gut, dann kriege ich nicht. Also, wenn ich die jetzt noch. Das ist keine Hauptaktion, die zu spielen, ne? Das ist eine Hauptaktion, diese Karte zu spielen. Ja, okay, dann bin ich hier auch. Dann gebe ich jetzt auch weiter. Okay. Gut, ich möchte jetzt nämlich genau das Gleiche machen. Ich fand dieses Totem, was du da genommen hast, fand ich auch sehr schön. Jetzt bin ich mir gar nicht mehr so sicher, welches andere ich möchte. Ich finde, das mit den Kartenverbänden ist natürlich immer cool. Ich glaube, das werde ich machen. Also, ich gebe 3 Kompassnadeln aus. Oder ganze Kompasse. Setze meinen Archäologen... Achso, und natürlich, Entschuldigung, einmal ein wenig Treibstoff.
So, erhalte dieses Totem und wir schauen mal. Ja, mehr Ruinen. Oh, ich darf eine Karte ziehen. Mm. Ich kriege ein Stück Gold und eine Steintafel. Das hat sich direkt gelohnt, möchte ich mal sagen. Mal gucken wir mal, schauen ob wir sich mal. Das weiter so lohnt. Oha. Das ist eine Ameise, glaube ich. Ja, okay. Na, machbar, machbar. Mhm. Und das wären alle meine Sachen, die ich diesen Zug machen möchte. Ja. Ich glaube, ich riskiere es jetzt auch mal. Ich möchte auch mal neue Sachen entdecken. Ja. Setze ein Boot und 3 Kompasse. Wo möchtest du denn hin? Und reise zu den Steintafeln. Sollst du kriegen und du landest. Oh, das ist irgendeine Gruft, in der du landest. Ich hoffe, das ist natürlich ein bisschen tragisch. Du erlangst eine. Du bekommst eine Furcht. Ein Kompass und ein Rubin. Das ist also schon mal viel wert. Aber das wird passenderweise von so einer riesigen Fledermaus hier bewacht. Oh, ein Flugzeug. Du brauchst ein Flugzeug und eine Pfeilspitze dafür. Das ist gemein. Flugzeug. Das ist echt gemein. Ja. Ja, dann. Oh je, oh je. Warum denn eine Pfeilspitze? Warum keine Steintafel? Weil es wahrscheinlich leichter ist, das Ding mit einem Pfeil zu treffen, als mit einer Steintafel abzuschmeißen. Ja. Und ich muss meine Ameise treten, anscheinend. Also ich gehe natürlich, also ist jetzt ja logisch, was ich tue. Ich forsche wieder. Du forschst. Ja doch, das macht Sinn. Du konzentrierst dich voll auf die Forschung. Genau, ich bin voll auf Forschung. Ja. Wissbegierig und so, kämpfen ist nicht so meins. So mit der Lupe, dann erhältst du dieses Token. Genau, mit dem Token kann ich eine Karte verbannen und ich verbanne diese Furcht. Super. Und bekomme dann einen Kompass. Weil Kompass bekommen ja super toll ist, hätte ich gern noch einen. Noch einen. Oh, man kann ein Kompass ist selten allein. Vielen lieben Dank. Und dann gebe ich erstmal weiter. So. Ich kaufe einen Piloten. Ja. Ich glaube, es gibt keinen Marker dafür, sondern du hast jetzt einen. Ich habe jetzt einen Piloten. Und der verwandelt sich aber in ein Boot. Und deswegen mit der Pfeilspitze zusammen, mit dem ich dieses. Was ist das? Ich glaube, es ist ein mutiertes Hippo. Mit dem ich dieses Hippo, was wahrscheinlich vom Aussterben bedroht ist, aber ja. Tja, das ist jetzt sein Problem. Genau. Mit dieser Pfeilspitze erlöse ich es von seiner Einsamkeit. Toll. Bist du dir lieb? Ja, ich. Das kommt mir von Herzen. Und bin da, glaube ich, dann... Durch. So, Icke. Ich werde mal die Finanzierung als Boot nutzen und meinen zweiten Archäologen zu den Kompassen schicken, dass der da mal nach Kompassen buddelt oder so. Von den anderen Archäologen, die schon da waren. Und das wäre das. Ja... Es ist alles ungünstig. Ich gehe mit meiner Archäologin einen weiter und kriege eine Pfeilspitze. Ja. Ach, spielst du als Bewegungskarte. Mhm. Nur kriege ich keinen Piloten. Das ist alles nicht sad. Gut. Ja, deswegen gebe ich erstmal weiter. Vielleicht irgendwas ergibt sich schon. Bitte, jawohl. Das ist echt schlecht, ne? Das ist wirklich nicht gut. Ich zahle 4 Kompasse, um mir diese lustige Karte zu kaufen, die dann auch gleich aktiviert wird. Und ich darf einen meiner Archäologen versetzen, und zwar auf einen der unteren Felder oder auf einen dieser Felder hier. Und, die bereits sind? Und... Nö, ich kann sie aktivieren. Ah, also, sehr gut. Das heißt, ich kann sie entdecken und dann hätte ich doch gerne den letzten hier unten aus der Reihe. Genau. Sehr gut, dann kriegst du erstmal einen Token. Jawohl. Und du entdeckst irgend so ein Gesicht.
in dem Baum. Du kriegst Geld. Gold und 2 Steintafeln dafür. Leider nicht das, was ich gehofft habe. Und mal gucken. Viel Spaß. Eine Schlange mit 4 Augen. Das ist wunderbar. Ich finde das toll, dass die Schlange und so. Und jetzt sag es nochmal so, dass ich es glaube. Yay. Gut, dann würde ich einfach mal sagen, das kann ich auch nicht mehr machen. Gut, dann gebe ich erstmal weiter. Okay. Ja. Hast du noch Kompass? Dann würde ich diese Karte spielen und kriege dafür, weil ich das Monster besiegt habe, einen Kompass. Ich dachte eigentlich, dass ich 2 Kompasse kriege, weil ich am Ort bin und das Monster besiegt habe, aber... Nee, du kriegst einen pro nur Monsterort. Da muss ein Monster vorliegend sein. Okay. Das ist der Unterschied. Was ist da noch so los? Genau, ich könnte eigentlich auf der einen Seite vorrücken, aber das Buch darf ja nicht höher sein als die Lupe. Genau. Genau, das habe ich mir auch verbaut. Aber du kannst ja deine Lupe bewegen. Da brauche ich aber einen. Nein, du kannst. Hier, die Felder sind verbunden. Nein. Jawohl. Doch. Ja, dann Pfeilspitz. Aber hast du schon deine Hauptaktion mit der Karte benutzt? Nein! Oh, Hauptaktion, Nebenaktion, ey, hier. Das kannst du ja im nächsten Zug dann machen. Ja, gleich hier Feedbackrunde machen. Dann schollert's aber. Dann bin ich dran? Ja, dann gebe ich weiter. Okay. Um mein Monster zu besiegen, werde ich 2 Stiefel benutzen und einen Kompass. Und dann besiege ich diese fiese Ameise. Ich habe sie anscheinend zertreten. Jedenfalls kann ich sie als Nebenaktion benutzen. Und dafür drehe ich sie einfach mal um das zu markieren, um eine Karte zu verbannen. Und dann verbanne ich natürlich direkt eine der beiden Furchtkarten, die ich benutzt habe, um sie zu zerschmettern. Und das wär's. Okay, ich habe nur eine Möglichkeit, wie ich hier irgendwie rauskomme. Zum einen aktiviere ich als Nebenaktion meine Mitforscherin und verbanne auch eine Furcht schon mal. Dann möchte ich bitte gerne das Bezahlen mit meiner Lupe einen weiter vorzurücken. Du bist blau. Ja. Hier. Und dann da kriege ich 2 Kompasse. Einen. Ach, nur einen. Du kriegst 2 Punkte, aber es ist nur ein Kompass. Mhm. Okay, aber das soll reichen. Und dann muss ich leider auf die nächste Runde warten. Ja. Tja. Hätte ich jetzt 4 Kompasse, wäre ich ja gereizt, dir die Karte vor der Nase wegzukaufen. Aber ich glaube, dann wäre ich mein Lebtag nicht mehr froh. Ich kann ja leider nicht mehr so viel machen. Deswegen geht mein Archäologe noch mal ein bisschen Geld sammeln. Nummer 2, hier. Genau. Bitteschön. Und dann bekomme ich dann noch eine Steintafel. Mhm. Einfach weil der liebe Kollege einfach die ganze Nacht durchgebuddelt hat für mich. Und, schon wieder. Du musst ihn mal ein bisschen schonen. Ständig. Und dann gebe ich erstmal weiter. Ja, nachdem das da auch geht, gebe ich eine Pfeilspitze und eine Steintafel aus und rutsche einmal mit einer Lupe dahin. Und dann kriegst du einen Kompass. Einen einzigen. Einen einzigen. Einen einzigen. Wow, das 2 Punkte, aber einen Kompass. Es hat sich ja richtig gelohnt. Dann würde ich einfach sagen, dass ich einmal noch weitergebe. Okay. Man möchte einfach nicht passen, weil man könnte ja doch noch. Nee, man könnte noch was rausholen. Ja. Das ist es. So, ich möchte jetzt diese Karte spielen. Erhalte 2 Goldmünzen und darf einmal hochtraden und ich glaube, ich werde mal meine eine Steintafel in eine Pfeilspitze umtauschen. Die Totems sind Nebenaktionen, richtig? Genau. Gut, dann werde ich das benutzen und umdrehen dafür und meine 2. Furcht verbannen, bitte. Ups. Schon ganz gut. Und das, dann gebe ich erstmal weiter. Okay,
So, ich gebe 4 Kompasse aus. Ja. Und kaufe mir diese wunderschöne Zwei-Händler-Karte. Ja. Die hast du dir verdient. Die ich absolut nicht sofort benutzen kann und besiege mein Monsterchen. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Weil ich niemals einen Piloten gekriegt hätte. Das ist richtig. Ja. Dann kann ich, glaube ich, gar nichts mehr machen tatsächlich. Und würde passen. Okay. Gut. Ich würde noch ein bisschen Geld ausgeben und mir eine Karte kaufen. Und zwar das Chronometer. Das Zeiteisen. Ach, alle schon ganz gespannt. Es ist ein Dampfschiff. Geil. Ein sehr günstiges Dampfschiff. Aber das 3 Punkte wert ist. Das ist echt nicht schlecht. Ja. Trotz dessen, ich habe kein Geld mehr. Ich habe nichts mehr, was ich ausgeben kann. Ich werde jetzt passen. Okay. Dann würde ich das jetzt nehmen. Ja. Und meine zweite Archäologin. Ja. Wohin? Ich glaube, zu den Steintafeln. Mhm. Krieg ich. Bitte sehr. Die. Jetzt habe ich mir gerade verbaut, dass ich ihn hier nochmal aktivieren kann. Ja. Aber ich habe 2 Steintafeln, die ich übrigens immer falsch hinlege. Ist ja auch egal. Nee. Ach so. Frag mal einen Archäologen. Okay. Nee. Hast du nicht kürzlich auch deine Steintafel verlegt? Ja, du erzählst mir so viel. Oh. Das ist mir runtergefallen. Ich weiß einfach nicht, ob ich jetzt lebensmüde bin. Aber ich glaube, ich gebe erstmal weiter. Okay. Ja. Ich kann nicht mehr so viel machen. Ich habe überlegt, ob ich weiter forschen möchte. Aber ich denke, ich werde mit. Ich habe hier einen ganzen Haufen Schotter liegen. Ich werde 3 Gold ausgeben und mir das Boot kaufen, bitte. Das Dampfschiff. Das ist schon eine gute Garde. Ein Pferd. Ein kleines Hottebü. Und das wäre es. Aber ich möchte noch nicht passen. Ihr beide habt schon gepasst. Die beiden haben schon gepasst. Oh Gott. Ich glaube, also... Nein, aber viel machen wir haben ja eh ausgemacht, dass wir nicht mehr so wirklich weiterspielen. Nach dieser Runde. Möchtest du jetzt alles... Ja, ich werf mich jetzt in die Pfeilspitzen, die aus dem Boden kommen. Ja. Ich glaube, ich gehe jetzt mit ihm oder mit ihr. Nein, ich habe jetzt... Nein! Nein, ich habe ja kein Boot mehr. Nein! Mann, ich war bereit... Alles zu tun. Alles zu tun, alles zu opfern. Ja, dann passe ich auch. Okay, dann möchte ich jetzt noch zu allerletzt mein... Upsi. Ich bin Dein noch cool, Upsi? Ne? Meine Lupe verschieben, kriege einen Kompass, zahle dafür eine Pfeilspitze und das da. Und dann würde ich jetzt auch passen. So, normalerweise geht das Spiel ganz 5 Runden lang. Wir sind jetzt bei der Hälfte ungefähr stehen geblieben. Ich würde sagen, wollen wir mal einen Zwischenstand auszählen, wer wie viele Punkte aktuell hat. Und dann können wir ja mal gucken. Ich fange einfach mal an. Ich habe, wenn ich mich nicht verzählt habe, 14 Punkte erspielt. Was nicht so viel ist. Ich habe ganze 21, wie auch immer ich das hingekriegt habe. Ja, durch Intrigue und Verrat. Denkt an eure Tokens mitzuzählen, eure Totems. Ja. Ach so, das habe ich und vergessen. Und die Dinge auch. Oh, stimmt, die habe ich vergessen. Dann bin ich bei 24. Ich habe 22. Ich bin glücklich. Wow, so viele Gefühle in so vielen Sekunden. Mann! Ich dachte gerade so, dieses so... Gott, ich hab 18 Punkte und Paul hat nur 14 und nur und pass, ich hab 18. Oh. Und dann? Nee, Moment, ich hab das nicht gezählt. Dann kriegst du da nochmal, du bist rot, oh, das kriegst ich auch du nochmal 2 Punkte dazu. Bist du auf 20. Dann hab ich 23. Du bist noch bei 22? Ich bin bei... Dann haben wir 24, 23, 22 und 20. Hallo.
Ich dachte... Aber das wäre ja auch nur ein Zwischenstand. Ja, aber ich dachte, weil ich hier so richtig schnell rein bin, ja, dass ich jetzt so mega den Vorteil habe. Und weil ich auch als fast als... Ich glaube, als Erste bin ich auch zu den Monstern. Ja, bist du. Oh. Ja, man muss das dann durchziehen. Also ich glaube, man sollte, glaube ich, schon bei Runde 2 anfangen, hier so mehr reinzuspielen, ja, und so weiter. Ja. Aber gut, das war jetzt erstmal die Hälfte des Spiels, sagen wir mal. Wie ist denn euer Eindruck von dem Spiel? Sonst würde ich vielleicht mal anfangen. Ja. Mir macht es schon Spaß, muss ich sagen. Ich mag das, es ist, also dass man eben verschiedene Wege hat, die zum Sieg führen. Ich finde auch wirklich, dass das Spiel extrem hübsch ist. Diese kleinen Gegenstände hier, die Pfeilspitzen und die Rubine, gefallen mir sehr, sehr gut. Genauso wie die Steinplatten und die Karten mit den verschiedenen Gebieten drauf und die Monster sind auch echt hübsch. Das ist wirklich, wirklich schön designt. Das ist alles eine gute Haptik. Die Figuren sind aus Holz. Genau. Ich muss aber sagen, irgendwie, also um jetzt erstmal wie das Spiel sich präsentiert, um daran zu bleiben, bei den Goldmünzen und den Kompassen, die sind halt nur ausgestanzt. Das kann ich schon verstehen irgendwo, weil es eine ziemlich große Menge ist. Leider hat die Verpackung kein Inlay, also wenn man fertig ist mit dem Spielen, packt man alles zusammen und schmeißt es in kleinen Tüten, die mit extra dabei sind, schmeißt es dann in diese Tüten, aber dann fliegen die einfach in der Box rum, ohne da jetzt schön sortiert zu stehen. Das heißt, jedes Mal beim Aufbauen muss man erstmal gucken, okay, welche Tüte ist das hier und was habe ich hier alles? Wie geht's euch da? Also du nimmst mir halt wirklich die Worte aus dem Mund. Ich finde, es ist wirklich mit sehr viel Liebe designt. Also ich bin halt was man so als Spieler hat, diese, ja, Ordnungsplättchen oder... Ich glaube, Spielertableaus heißen sie, glaube ich. Spielertableaus, okay. Bin ich wirklich gestolpert, also wirklich mit ganz vielen Details. Also ja, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, hatte ich sofort Bock, so nach dem Motto, das sieht doch gut aus. Dass die Vögel, die da oben drauf sind, in der gleichen Farbe wie die Zelte sind, die, ja, man hat. Genau, zum Beispiel sowas. Okay, das hatte ich vorher gar nicht gecheckt. Also das finde ich wirklich, auch die Rückseite der Karten, hier auch so die Forscherassistenten, die man sozusagen bekommt. Das sind halt irgendwie nicht nur 3 Stück, die sich dann wiederholen, sondern das sind wirklich ganz individuelle gestaltete und ich finde auch, was ich betonen muss, sehr diverse Figuren. Mhm. Also Frau, Mann, mit asiatisch gelesen, genau, und so weiter. Wirklich ganz toll. Ich bin nicht so ganz ein Fan von so Spielen, wo man wirklich so viele Baustellen hat, was hier der Fall ist. Also wie gesagt, ich habe am Anfang komplett die Karten da oben vergessen und dachte dann irgendwie so, hey, warum habe ich immer noch 6 Karten? Oh ja, weil ich Karten kaufen muss, weil, ja, ich mir Items kaufen muss. Und man muss sich so ein bisschen seine Strategie zurechtlegen, was man als Erstes macht. Und ich muss sagen, klar, wir haben das jetzt nur angespielt, aber so dieses Geheimnisse lüften und es kommt, der Vibe kommt bei mir nicht so ganz auf. Wobei ich sagen muss, dass wir dann doch so ein bisschen in die Quere gekommen sind. Das fand ich gut, weil das hat man ja bei Indiana Jones und bei Tomb Raider so nach dem Motto, da sind die schon jetzt an der Grabungsstelle und jetzt habe ich keine Alternative und so. Das ist ja schon aufgekommen, aber es ist sehr viel. Vielleicht, wenn wir es jetzt länger spielen würden und ein paar Abende irgendwie verteilt spielen würden, vielleicht wird da jetzt noch meine Liebe entfacht werden, aber ja. Hat jetzt Spaß gemacht, aber es wäre jetzt nicht ein Spiel, wo ich jetzt sofort in den Laden rennen würde und sage, ja, wo kriege ich das her? Ich brauche das sofort. Ja. Ich würde mich dem auch so anschließen. Was mir an der Spielmechanik an sich halt sehr gefällt, ist, dass man sehr vorausschauend denken muss so ein bisschen. Also man muss halt mit seinen Ressourcen, die man erhält, man muss halt gucken, okay, was kaufe ich mir, was kann ich mir irgendwie erspielen und was kann ich später quasi dann für mich einsetzen. Man muss halt schon sich wirklich, wie Clara auch schon gesagt hat, eine Strategie überlegen, wie ich da am besten irgendwie mit meinen Sachen aushalte. Das finde ich ganz gut. Was mich dann an dem Ganzen stört, wenn man sich schon eine Strategie überlegt, man hat immer nur eine Hauptaktion. Und mit diesen kannst du halt die großen Sachen, die dich weiterbringen, machen, was ja klar ist.
Aber dann hat man gerade dann extra so Geld, dann möchte ich halt eine Hauptaktion, ich möchte weiterreisen und dann möchte ich halt auch dieses Monster besiegen, weil ich kann das ja schon machen. Kann ich aber erst in der nächsten... Im nächsten Zug machen. Ja. Wenn ich für dieses Ganze noch eine Karte brauche, ist die vielleicht schon weg. Klar ist das Teil des Spiels, aber es nimmt so ein bisschen, würde ich sagen, den Flow aus dem Ganzen raus. Mhm. Aber an sich, wenn man sich da erstmal reingefunden hat und erstmal so einen Überblick hat, finde ich es schon, macht schon Spaß, muss ich sagen, letztendlich. Mhm. Ja, also ich muss sagen, tatsächlich bei dem Spiel finde ich die Mischung aus dem Worker-Placement und dem Drafting-System schon irgendwie faszinierend, dass man diese beiden Mechaniken zusammenbaut, zusätzlich zu diesem Forschungsbaum. Also man hat, ich finde es schon interessant, dass man wirklich viele Aspekte hat. Das Artwork haben wir jetzt alle schon gesagt, das ist einfach top. Also ich mag das Artwork unglaublich gern. Ich kann nur diesen runden Zeiger immer zeigen. Ich finde das so toll, dass das dargestellt ist durch diesen Stab, dass man den weiterzieht und dass das mit dem Drafting-System auch nochmal mit einherspielt, finde ich total gut. Ja. Jetzt habe ich natürlich auch schon einiges gespielt und ich habe schon ein besseres Drafting-System gesehen, ich habe schon ein besseres Worker-Placement-System gesehen. Ich muss dazu sagen, es ist auch nicht meine Art von Spiel. Spiele, wo man lange auf die nächste Person warten muss und wenig Interaktion ist, weil das ist bei diesem Spiel einfach, man hat halt diese kleinen Ärgerfunktionen natürlich, aber die Interaktion miteinander ist dann doch schon eher weniger, so dass man eher darauf wartet, wann bin ich als nächstes dran und vorplant. Man kann allerdings auch nicht so hundertprozentig vorplanen, was ich dann auch wieder gut finde irgendwo, weil dieser Bereich, den kann ich nicht einsehen. Also ich weiß nicht, was für eine Karte ich da jetzt bekomme und kann nicht 100% vorausplanen, man sieht es jetzt gerade bei meiner Spielfigur, was ich denn da für Dinge bekomme oder was ich für Monster bekomme, was ich dann auch schon wieder ganz cool finde. Aber ja, also mein Highlight-Spiel ist das jetzt tatsächlich auch nicht. Ich glaube, man kann aber tatsächlich eine Menge Spaß mit dem Spiel haben, wenn man eben wenn man diesen Mix mag, eben aus Ressourcen sammeln und Worker Placement, das Deckbuilding. Und man muss dazu sagen, das war jetzt nur die leichte Version dieses Spiels. Ja, auf der anderen Seite gibt es noch eine schwerere Version, einen schwereren Spielplan. Da haben wir uns jetzt noch nicht rangetraut. Mhm. So, man kann hier also, denke ich, viel Spaß mit haben. Und ich denke, man kann mit wenigen kleinen Hausregeln das Ganze noch so ein bisschen an so einigen Ecken ziehen und zerren, dass es so ein bisschen besser zum eigenen Spielstil passt, ohne großartig die Balance des Spiels durcheinander zu bringen. Es ist vielleicht auch ein schöner Startpunkt, um in die einzelnen Mechaniken mal reinzugucken. Also wenn ich noch nie ein Worker-Placement-Spiel gespielt habe, ist das eine schöne Art, einfach mal reinzugucken, wie funktioniert das denn in groben Zügen. Genau dasselbe mit dem Drafting-System. So kommt man dann vielleicht auch später weiter an die größeren Spiele, die dann nochmal umfangreicher einfach sind. Wenn euch dieses Spiel jetzt richtig gut gefällt, dann haben wir gute Neuigkeiten für euch, denn ihr könnt es dank unserer Kooperation mit dem Fantasy Inn, könnt ihr das Spiel gewinnen. Dazu muss ich mich einmal nach hinten lehnen. Und wir haben hier zwei, ich gebe das einmal weiter, Exemplare. Ja, zwei Exemplare des Spiels. Die verlorenen Ruinen von Arnak und plus einer der Gewinner hält dazu noch ein Erweiterungspaket. Das bedeutet, das heißt die Expeditionsleiter mit mehr Content für das Spiel und exklusiv zwei extra Sonderkarten, eine weitere Gegenstandskarte und eine weitere Artefaktkarte, die, wenn ich das verstanden habe, ziemlich exklusiv sind. Fürs Erste schon, ja. Fürs Erste schon. genau, also das könnt ihr alles gewinnen. Einmal dieses Paket und einmal
nur das Spiel Die verlorenen Ruinen von Arnak für sich. Wenn ihr jetzt eins dieser beiden Pakete gewinnen möchtet, dann schickt uns einfach eine Mail an die unten eingeblendete Adresse und beantwortet folgende Frage: Wie viele ArchäologInnen-Figuren gibt es in diesem Spiel insgesamt? Also wie viele Archäologen, ArchäologInnen gibt es im Spiel? Genau, das war es auch schon. Ist nicht so schwer. Ich glaube, das kriegt man ganz gut hin. Ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich bei meinen lieben Mitspielerinnen. Vielen Dank an Bastian und ans Fantasy-Innen. Sehr gern. Und das wäre es dann erstmal mit der ersten Folge von Spielekompass. Vielen Dank fürs Einschalten und wir sehen uns dann im nächsten Monat wieder. Mal gucken, was es dann Neues gibt.